damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elex 2. Ja, beim letzten Mal haben wir Kaya entdeckt, beziehungsweise sind beim Professor Adam gelandet, der uns jetzt ein bisschen was zur Umgebung beziehungsweise zur aktuellen Lage erzählt hat. Und ich würde sagen, wir starten direkt weiter und schauen mal, dass wir unsere nächsten Missionen abschließen, beziehungsweise, ich glaube, ich räume dem erstmal hier so ein bisschen das... Ich bin nicht gut genug. Haus leer. Labortisch. Davon verstehe ich nichts. Dann kann ich auf jeden Fall Tränke brauen, das ist cool. Elex, das nehmen wir mit. Jetpack-Tisch, das ist gut. Ich müsste doch schon längst was upgraden können. Ein kleines Raketenmodul, mit dem du fliegen kannst, kann weiter ausgebaut werden. Genau, so. Treibstoff habe ich 3 von 1. Ich brauche Intelligenz. Und Zusatztank. Ich brauche auch noch mehr. Brauchen wir mehr Elex und Intelligenz? Okay, wir brauchen überall mehr Intelligenz auf jeden Fall und mehr Elex. Upgraden kann ich das jetzt aktuell noch nicht. Jede Stufe erhöht den dir zur Verfügung stehenden Treibstoff. Da gibt es 50 Upgrades insgesamt. Das ist krass. Okay. Hier oben noch was. Was Labortisch. Davon kann ich nicht benutzen. Eine Uhr. Karl. Was für ein Gerät. Okay, ist nichts mehr dabei. Jetzt müssen wir mal eben... gucken, was das Log sagt. Und zwar... alles, was ich noch hatte, wurde mir genommen. Gejagt von den Kreaturen der fremdartigen Eindringlinge, musste ich noch eine größere Siedlung der Menschen erreichen, um mir neue Ausrüstung zu besorgen, um mich neu zu orientieren. Okay. Okay, ich soll hier noch... also, nicht wegklicken. Ich soll hier noch Morlocks killen. Auf der Karte markieren, so. Dann haben wir noch das hier. Auf der Karte markieren. So, ich kann immer nur eins markieren. Ach, da unten sind sie. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Das wollte ich noch gleich sagen. Was haben wir hier noch für einen Turm? Ah, hier ist ein Teleporter. Sehr gut. Kartoffelbohnen. Munitionspresse, Fernwaffenwerkbank. Okay. Gibt's auf jeden Fall noch viel zum Herstellen. Davon verstehe ich nichts. Sockel. Truhe. Nehmen wir mit. Ui, Essen. Ach, das kann ich jetzt braten. R-Taste.
zubereiten. Wobei ich mittlerweile so viel Essen habe. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Essen. Chili. Wo ist das für ein Monster hier? Kleiner Elixbeutel. Oh. Nehmen wir mit. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich nicht hinsetzen. Ein Dino. Wir haben Dino gefunden. Ich habe dafür keinen geeigneten Gegenstand. Ein Puzzle. Ja, gut. Können wir uns mal merken, falls wir mal ein Puzzleteil finden. Was soll's. So, ich muss hier runter, auf jeden Fall. Bin ich da nicht falsch? Muss erstmal einen Weg finden da unten. Okay. Ich würde sagen, der hat mich mal eben aus dem Leben gehauen. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken, wo das war. Irgendwo hier hinten. Ich wollte mal gucken. Zumindest mal ganz kurz gucken, was das für einer ist. Mich ja richtig aus dem Leben gehauen. Da ist er. Ich habe halt keine Fernkampfwaffe, das ist doof. Nein, gehen wir wieder weg. Huch. Ach, klettern kann er auch. Schön. Wo bin ich denn? Wo ist denn der Eingang? Oder Ausgang? Nehmen wir eine alte Ruine. Brücke oder was ist das? Oh, ein Bild. Plasmazelle. Ui, hier geht's aber tief runter. Jetzt haben wir da unten eine riesige Spinne. Oder was ist das? Eklig. Gut, da wollen wir nicht hin. Alle einsamen Wanderer da draußen. Bleibt auf den Wegen. Geht nicht ohne guten Grund in die Wälder. Haltet euch fern von unbekannten. Beschädigter Jagdbogen erhalten. Ich bin nicht. Scheiße. Was soll's? Vielleicht kann ich den gleich ausrüsten. Kunst des Schmiedens. Das Schmieden der feinsten Waffen ist eine Kunst, ein Kunsthandwerk. Im Mittelpunkt steht dabei das richtige Material. Um eine solide Waffe herzustellen, kann man sich der Materialien beschädigter Waffen bedienen. In der Regel reicht das Material dreier Ecks.
Exemplare aus. Diese können dann an der Schmiede bearbeitet und zu einer neuen, besseren Waffe geschmiedet werden. Sollte die nötigen Handfertigkeit fehlen, kann der Rat eines Schmiedemeisters eingeholt werden. Ja. Ja, ich kann noch nicht. Brauche noch mehr Punkte. Davon verstehe ich nichts. Ja, noch nicht. Hier gibt's so viel Loot. Kaugummi, ganz wichtig. Aber ein Schmiedemeister ist hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht kann ich diese Leute, die an dem Weltenherz sind, dazu überreden, hierher zu kommen. Weil eben, der Schmied ist ja frei, so gesehen. Ah, hier bin ich hergekommen. Genau. Ich muss auch noch mal irgendwas zu mir nehmen. Beziehungsweise mir mal allgemein Essen in die Leiste packen. Was habe ich denn oft? Was gibt das hier? Resistenz Frost. Naja, das ist mal irrelevant. Ja, was war das? Starkes Heilkraut. Da unten sind die Typen. Ich gucke jetzt nochmal eben, ob ich auch die andere Waffe noch ausrüsten kann. Ne, Geschicklichkeit fehlt mir. Habe ich noch Attribute zum Vergeben? Ne. Leider nicht. Aber das ist auf jeden Fall was, was wir mit als erstes dann angehen werden. Geschicklichkeit dazu zu bekommen. Ich mache jetzt aber erstmal da vorne das I kaputt. Gut gehittet. Oh, macht aber den First Hit. Neue Stufe, jawohl. Oh, da hinten ist ein ganz ist ein größerer, sowas wie ein Wolf oder so, den lassen wir mal. Jetzt gucke ich mal eben, habe ich, ja, ich habe Punkte bekommen. Also Geschicklichkeit, 1, 2, 3 brauchen wir. Und ich brauchte ja für die Waffen mehr Stärke, ne? Nee. Ach da. 25 Stärke und 13 Geschicklichkeit. 17 Geschicklichkeit. Ja gut, so viele Punkte habe ich ja nicht. Dann machen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stärke schon mal hoch. Und den Rest Geschicklichkeit.
komme ich schon mal langsam dahin. Jetzt kann ich aber zumindest das Schwert ausrüsten. So. Und den Bogen. Nice. Mit dem Bogen habe ich ja noch nicht gespielt. Ja, mal gucken. Boah, ist das empfindlich. Wartet mal. Bevor ich jetzt schieße, muss kurz die Mausempfindlichkeit runterstellen. Das ist sehr schnell. Steuerung, Kamerageschwindigkeit, Kamera beim Zielen. Warum verfolgen wir den eigentlich? Den ersten habe ich. Boah, der ist gefährlich nah. Bam, den haben wir. Okay, drei haben wir schon mal weg. Wo ist der andere gestorben? Hier. Was hatte der denn? Eine Schrotflinte. Und der andere, wo ist der gestorben? Da. Auch eine Schrotflinte. Auch nochmal einen Heiltrank schlucken. Für eine Sense hier. Blutaxt, okay. So, jetzt sollten wir eigentlich alle erledigt haben. Beschädigte Schrotflinte, die nehmen wir. Machen wir erstmal das Lager hier leer. Ich will mich nicht hinsetzen. Was? Bremsrakete gefunden. Bremsraketen verhindern, dass du zu Tode stürzt. Solltest du nicht genug Treibstoff haben, wird eine Bremsrakete verbraucht. Du kannst die Bremsrakete am Jetpack an dein Jetpack montieren. Ja, geil. Können wir nicht mal sterben. Beim Abstürzen. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Ich bin nicht gut genug. Okay, hier haben wir noch eine Truhe, die müssen wir uns merken. Die können wir jetzt aktuell noch nicht aufmachen. Dann sollte ich eigentlich alles haben. Oh, wir können hier nochmal ja, zubereiten. Jetzt gucke ich mal eben wegen der Quest. Müsste ich wahrscheinlich wieder zu Kaya zurück, ne?
Soll ich das mal eben machen? Ja, komm. Ich geh jetzt mal eben fix dahin. Muss aufpassen, hier war irgendwo ein etwas größeres Vieh. Da. Alter, kommt der mir entgegengesprungen hier? Aber haben wir kein Problem. Sehr gut. Ah, kurz erschrocken war schon. Kommt der mir da richtig entgegengejumpt? Hier bin ich mit dem Sohn lang gedackelt. Hier geht's wohl zu gut. Jupp. Huch. Er ist fast runtergerollt. Oh, wo ist er? Da ist er doch. Na, uff. Ich habe mich um Dex gekümmert. Gut, solange Oscar oder du bei ihm bist, mache ich mir wenig Sorgen. Deine Morkon-Patrouille wird die Grotte nicht mehr erreichen. Bist du dir sicher, dass sie auch alle erledigt sind? Ganz sicher. Das ist beruhigend. Keine Ahnung, was die Morkons sonst noch so im Schilde führen. Aber wenn sie jetzt nur noch morden, um sich zu bereichern... So ein Verhalten passt eher zu den Outlaws. Morkons scheren sich eigentlich nicht um Reichtum. Eher um reine Zerstörung gemäß ihres Glaubens. Diese speziellen Morkons waren ganz offensichtlich auf eigene Rechnung unterwegs. Wie auch immer. Gut, dass die Sache aus der Welt geschafft ist. Vielen Dank für deine Hilfe. Hilfst du mir jetzt? Ich weiß nicht so recht. Was genau hast du denn vor? Zum einen glaube ich, dass der alte Mann recht hatte. Ich bin mit irgendwas Fremdartigen infiziert worden. Zum anderen müssen wir uns Gedanken machen, was wir wegen der Eindringlinge unternehmen. Ich meine, ich habe gesehen, wozu du imstande bist. Das war eine andere Zeit und ein anderer Ort. Wenn deine Infektion wirklich von den Eindringlingen stammt, dann werde ich es vermutlich nicht heilen können. Ich bin Magierin und keine Wissenschaftlerin. Ich fürchte, damit musst du alleine klarkommen. Hm. Wow, so schlimm ist das nun also um uns bestellt. Wow, so schlimm ist es nun also um uns bestellt. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich meine nur, vielleicht solltest du besser Dawkins danach fragen. Wenn sich jemand mit solchen Phänomenen auskennt, dann doch wohl er. Außerdem habe ich meine eigenen Verpflichtungen. Die Menschen in Tavar verlassen sich auf mich. Ich hätte dich gerne an meiner Seite. Die war aber so böse zu uns. Was genau sind deine Verpflichtungen in Tavar? Ich bin mittlerweile ein Warlord der Berserker und für die Menschen in Tavar so etwas wie ein Orakel und eine Anführerin. Mein Wort hat großes Gewicht bei den anderen Warlords, sodass sie mir die äußere Sicherung des Landes anvertraut haben. Wenn also Tavar massiv von außen bedroht wird, dann muss ich aktiv werden und mich darum kümmern. Damit dürften die fremden Eindringlinge doch ganz oben auf deiner Liste stehen.
Ja, aber sie sind leider nicht das einzige Problem. Die anderen Gilden haben Ansprüche auf unser Land erhoben. Darum muss ich mich ebenfalls kümmern. Okay. Brauchst du bei deinen Verpflichtungen in Tavar Unterstützung? Brauchst du bei deinen Verpflichtungen in Tavar Unterstützung? Du bietest mir deine Hilfe an? Wow. Es ist lange her, dass du mich so etwas gefragt hast. Im Moment habe ich keinen konkreten Anlass, nach Tavar zurückzugehen. Die Bedrohung durch die fremden Eindringlinge scheint gerade wichtiger zu sein, aber das könnte sich jeden Tag ändern. Doch wenn ich auf einen meiner Einsätze im Hauptquartier gehen muss, dann werde ich dir Bescheid geben. Was weißt du über die Eindringlinge? Ich habe ihre fliegenden Festungen und ihre ekelhaften Kreaturen gesehen, wie sie in unsere Welt kamen. Die fliegenden Festungen haben bereits begonnen, unsere Flora und Fauna zu verändern. Der alte Mann nennt sie daher Former. Wie viele sind es? Schwer zu sagen. Ich weiß von mindestens 3. 2 in Caracas und eine im äußersten Westen von Tavar. Im Norden sind aber mit Sicherheit noch mehr. Keine schöne Situation. Wir bräuchten mehr Informationen. Rede erst einmal mit Dawkins. Er müsste mehr darüber wissen. Ich hätte dich gern an meiner Seite. Ich hatte befürchtet, dass das jetzt kommt. Und wie genau soll das ablaufen? Magallan wird in seinen Grundfesten erschüttert werden. Und du weißt das. Wir waren immer ein gutes Team. Es könnte wieder so sein. So. Da scheinst du dir ja schön zurechtgelegt zu haben. Wir brauchen natürlich auch einen Treffpunkt, wo wir uns wiederfinden, wenn wir getrennt werden. Die Bastion scheint mir dafür der beste Ort zu sein. Na schön, ich bin dabei. Die Eindringlinge sind auf dem Vormarsch und diese Sache mit der Bastion ist es sicherlich wert, einen Blick darauf zu werfen. Aber wie ich schon sagte, ich habe viel zu tun und werde bei Zeiten einige Dinge im Hauptquartier in Tavar erledigen müssen. Wir werden uns schon arrangieren. Danke. Ja. Sorge lieber dafür, dass ich es nicht bereue. Jetzt kann ich sie jedes Mal mitnehmen. Das ist natürlich auch nice. Geht's dir gut? Ich bin okay. Du hast wieder einmal eine große Verantwortung übernommen. Und du meisterst alle diese Dinge wieder einmal mit der nötigen Gelassenheit. Du solltest jedoch auch öfter mal an das große Ganze denken. Wir Menschen allein machen noch keinen gesunden Planeten. Hast du eigentlich mal wieder was von deinem Vater gehört? Du meinst diesen Verräter Vardek? Nein, seit dem Krieg gegen die Alps nicht mehr. Warum fragst du? Es wird gemunkelt, er sei tot. Er ist ein gestandener Mann und war viele Jahre Alp-Commander. Unkraut vergeht nicht. Mitnehmen muss ich sie jetzt erstmal, denke ich nicht. Ich muss jetzt rausfinden, was meine nächste Mission ist. Hauptmission. Infiziert die sechste Macht, nichts zu verlieren. Dann haben wir noch was. Sicherung des Landes haben wir noch. Caracas Billy Idol Konzert. Was? Billy Idol spielt ein Konzert im Amphitheater in Caracas. Es lohnt sich sicher, sich das mal anzuschauen. Was? Da hinten. Oh, meine Karte spielt verrückt, Leute. Den ersten Bug gefunden. Okay, was haben wir noch? Geschriebenes. Arbeitsanweisung, Zettel. Okay, damit kann ich nichts machen. Dann auf der Karte markieren. Ich muss auf jeden Fall zu Adam. Was ist das? Irgendeinen Fall nach ganz, ganz oben. Gut. Okay, also ich muss auf jeden Fall nochmal zu Adam. Das steht schon mal fest. Okaya geht rüber zu... Links. Ach genau, ich kann mal den Schmied abkratzen. Mal gucken, ob der mit rüberkommen will.
Vielleicht kann ich den dazu überreden. Das wäre nämlich ziemlich nice. Dann muss ich nicht immer zwischen den zwei Spots hin und her latschen. Mal ausprobieren. Sieh dich vor. Die Zeiten, in denen man sich in Caracas noch frei bewegen konnte, sind leider vorbei. Okay, der will nicht mit mir reden. Nee, okay. Macht er nicht, aber dann lasse ich mir jetzt was beibringen. Da war das, ne? Waffenschmied. Ah, ich brauche mehr Stärke und Konstitution. Okay. Das ist natürlich doof. Und Schlösser knacken kann ich auch noch nicht lernen. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. Na, aber dann kann ich mal ein bisschen verkaufen, ja. Was kann man denn verkaufen? Geld. Geldkassette. Holoprojektor. Ja. Eine Uhr. Symbol von Kalan. Ja, genau. Ist auch was wert. Plastikfläche. Teller brauchen wir nicht. Tasse brauchen wir auch nicht. Klopapier. Besen. Alte Lampe. So, Drüse eines Tieres sollte ich mit Vorsicht behandeln. Dafür kann ich bestimmt ein paar Splitter bekommen. Okay. Federn brauche ich scheinbar auch nicht. Chitinpanzer kann ich auch verkaufen. Bild vom Tisch und Stühlen. Eine alte Kinderzeichnung. Ein paar Hinweise zum Schmieden. Hier stehen ein paar Hinweise zum Schmieden. Oh. Kleiner roter Stein. Na gut, die Sachen hebe ich jetzt erstmal auf. Schrott hebe ich auch auf. Den Rest will ich eigentlich nicht verkaufen. Und Granate. Ja. So. Oh, da bin ich ein bisschen reicher. Ja, schade. Den Schmied kann ich leider nicht mitnehmen. Ich hätte gehofft, ich kann die hier alle überreden, mitzukommen. Aber dann ist das so. Gehen wir jetzt zurück zu Adam. Ich quatsch mit dem. Und ja, schauen, was da noch für Missionen parat sind. Oder habe ich noch eine, die ich auf dem Weg machen kann? Block, die sechste Macht. Der alte Mann hat nichts zu verlieren. Auf der Karte markieren. Oh, das sind ganz viele Spots. Okay, nein. Sechste Macht. Ne, Tatsache. Ich muss weiter mit Adam quatschen. Ja, gut. Quatsch mal doch lieber mit Adam. Du hast mir viel zu erklären.
hast mir viel zu erklären. Als Hybrid hast du vor Jahren einmal ein Signal in den Himmel geschickt. Darauf folgte dieser seltsame Himmelskörper. Was zur Hölle hast du da getan? Hör zu. Ich habe zwar viele Erinnerungen an meine Zeit als Hybrid, jedoch sind viele Gedanken und Intentionen der Maschine wie ausgelöscht. Der Hybrid hat kurz vor der Auseinandersetzung mit dir ganz offensichtlich ein Wurmloch in Reichweite unseres Planeten geöffnet. Ein was? Wurmloch. Eine Entität, mit der man Raum und Zeit überbrücken kann. Und ganz offensichtlich sind unsere ungebetenen Gäste dort hindurchgekommen, sodass sie zu uns auf Magalan gelangen konnten. So, und dass diese Kerle uns jetzt angreifen, ist reiner Zufall, ja? Ich verstehe deine Aufgebrachtheit und Skepsis, aber ich kann dir leider auch nicht mehr sagen. Ich stelle mir alle diese Fragen jeden verdammten Tag, das kannst du mir glauben. Aber es nutzt ja nichts. Die Hybridmaschine ist Vergangenheit. Ich habe keinen Zugriff mehr auf diese Erinnerungen. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und all diese Dinge aus eigener Kraft herausfinden, bevor die Skynes uns überrennen. Wann kümmerst du dich um meine Infektion? Ich arbeite bereits daran. Das Studium des dunklen Elex steht ganz oben auf meiner Agenda. Noch haben wir Zeit. Du wirst schon nicht so schnell zu einer Skyaniden-Kreatur mutieren. Außerdem hast du einen starken Willen. Wenn das dunkle Elex nur halbwegs so funktioniert wie unser blaues, dann hast du gute Chancen. Verarsch mich nicht. Ich will nicht an irgendeiner Seuche krepieren, nur weil du hier Krieg spielen willst. Ich werde mir das Ganze sowieso erst einmal in Ruhe ansehen müssen. Es braucht seine Zeit, in der wir uns auf den offenen Schlagabtausch gegen die Skynes vorbereiten müssen. Mal angenommen, ich würde nach einem passenden Partner für deine sechste Macht suchen. Alle Gemeinschaften Magalans sind sich uneins und tragen immer wieder regelrechte Kleinkriege gegeneinander aus. Wenn wir eine Chance gegen die Skynes haben wollen, dann geht das nur mit Macht und Gewalt. Geh und rede mit den obersten Anführern der Gemeinschaften. Finde heraus, wer für uns ein starker und geeigneter Partner wäre. Schließe dich ihnen an, wirf ihre Kämpfe ab, nimm ihre obersten Anführer gefangen oder sonst was. Mir soll es gleich sein. Mach, was immer nötig ist, um unsere Macht in der Bastion zu festigen. Und beeile dich damit. Der Feind wird nicht lange auf sich warten lassen. Warum sollte sich eine der Gilden uns anschließen wollen? Einer muss mit eisernem Willen voranschreiten, mit seiner Armee von mutigen Kämpfern, um den Skynes Einhalt zu gebieten. Da sich die Gemeinschaften Magalans schon seit Ewigkeiten in Streitigkeiten untereinander ergehen, kann das nur eine eigenständige und unabhängige zentrale Macht sein. Die anderen Gilden werden folgen, sobald sie merken, dass wir Menschen eine Chance gegen den übermächtigen Feind haben. Rekrutiere sie, werde ihr Ausbilder, finde deine alte Stärke wieder. Nur du wirst sie aus ihrer Lethargie und Angst führen können. Bereite sie vor auf den nahenden Krieg gegen die absolute Vernichtung der Menschheit. Sei ihr Held. Sei ihr Anführer, ihre letzte Hoffnung auf Rettung. Bestie von Xakor. Nenn mich nie wieder so. Das ist Geschichte und schon viel zu lange her, um wahr zu sein. Und doch sprechen sie immer noch über deinen Kampf gegen den Hybriden und deine Rolle im Krieg gegen die Alps. Auch wenn du jetzt erst einmal nur noch ein Außenseiter für sie bist, werden sie dir schon bald wieder vertrauen. Du Heuchler. Du sprichst von dem Hybriden, als hättest du nie damit zu tun gehabt. Ich bin schwach und ausgebrannt.
Die Maschine, die mich einst beherrschte, existiert nicht mehr. Doch deine Willenskraft, die uns alle aus den Fängen des Hybriden befreite, ist immer noch so stark und ungebrochen wie früher. Geh und überzeuge sie davon, mit dir in den Krieg gegen die Skynes zu ziehen. Schnell, bevor es zu spät ist. Und der neue Held ist geboren. Die Bastion auf Vordermann bringen, was genau heißt das? Zunächst müssen wir das Umland der Bastion von ungebetenen Gästen befreien. Erst wenn wir vor den Quellgeistern des Umlandes hier unsere Ruhe haben, können wir den nächsten Schritt wagen. Ist das alles? Du bist Experte für das Entfernen von lästigem Viehzeug. Ich gehe davon aus, dass es keine große Sache für dich sein wird. Okay, Frühjahrsputz. Bestandsaufnahme. Bestandsaufnahme. In Ordnung. Was fehlt uns denn noch? Die Bastion ist noch nicht ausreichend befestigt. Zuallererst sollten die Biester im Umland erledigt werden. Ich werde mir bei Zeiten Gedanken über meine Waffengefährten machen müssen. Da ist noch die Sache mit den Gilden. Ich soll mich einer großen Gilde anschließen oder zumindest mit genug wichtigen Vertretern gesprochen haben, damit wir uns ein Bild über ihre Streitkraft machen können. Zu guter Letzt ist da noch die Sache mit meiner Infektion. Darum solltest du dich kümmern. Gut, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Und denk dran, je eher du einer Fraktion angehörst... Ja, ich weiß, ohne ist es schwerer. Keine gute Kampfausbildung, schlechte Ausrüstung. Du sagst es. Okay, jetzt haben wir aber auf jeden Fall alles. Und wir haben definitiv genug zu tun. Oh, was will hey, der Kleine denn? Ich hörte, du bist auf einer Mission, die Bastion wieder auf Vordermann zu bringen. Kann ich mitkommen, Vater? Oh, ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist. Ach, komm schon. Ich werde mich auch nicht allzu weit von dir oder der bekannten Gegend hier entfernen. Ja? Und was ist, wenn wir von wilden Tieren angegriffen werden? Du wirst schon auf mich aufpassen. Komm schon, bitte. Aber du hörst auf das, was ich dir sage. Klar? Ja, ja, ich bin auch ganz still und halte mich im Hintergrund. Na gut, dann komm mit. Aber bleib dicht hinter mir, okay? Oh, ich will ihn nicht mitnehmen. Na super, tatsächlich Kleen am Hals. Wir sehen uns in der Bastion. Oh, das ist Kaya. Mal gucken, ob sie nochmal irgendwas hat. Hey, bleib stehen. Mitkommen. Wenn du willst. Boah, richtig oder? Freundlich. Mitkommen. Ja, mein Kind. Asghar hat gesagt, dass er bald wieder ins Fort nach Tavar will. Stimmt das? Er muss da einige Sachen erledigen. Er soll dann aber wiederkommen. Keine Sorge, er ist bestimmt nicht lange weg. Gut, dann nehmen wir die auch mit. Zur Sicherheit, damit dem Kleen auf jeden Fall nichts passiert. Aber ich muss jetzt noch gucken, was ich denn überhaupt mache. Und zwar viele Fragen. Frühjahrsputz. So, Frühjahrsputz. In letzter Zeit haben sich immer mehr wilde Tiere und andere gefährliche Kreaturen rund um die Bastion eingenistet. Zeit, dass da mal jemand aufreißt. Lästiger Kritter. Ja, die habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Oh gut, jetzt kann ich sie mir anzeigen lassen. Und da sind sie auch schon. Alles klar, linke Seite. Was meinst du? Mutter hat mich ja meistens nicht mitgenommen auf ihre Reisen. Ich musste immer im Fort bleiben. Da passieren zwar auch spannende Dinge, aber... Naja, ich kenne das Fort schon. Hier draußen war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Dann pass auf, die Gegend ist gefährlich. Nur gut, dass ich dich dabei habe. Schrott. So, irgendwo müssen die hier sein. Unten habe ich schon einen gesehen.
geht los. Ja. Und die kämpfen wir noch mit, oder was? Okay. Nummer 1. Und wo ist Nummer 2? Der muss auch irgendwo da hinten sein. Da. Boah. Das Schwert ist auf jeden Fall nice. Ich habe keine Ausdauer mehr. Die als Magierin geht aber auch ab, ey. Passt. Frühjahrsputz abgeschlossen. Hast du schon viele Menschen getötet? Kommt schon mal vor. Manchmal machen die Leute eben Ärger. Ich weiß ja, dass es manchmal passiert, aber ich will nicht, dass Menschen sterben müssen. Ich weiß. Versuche in Zukunft einfach in so wenig Ärger wie möglich zu geraten, okay? Das sagt er so einfach. Ah, oh, da haben wir die Fliege schon wieder. Das macht gar keinen Schaden, ne? Oh, Totenkopf. Die ist ein bisschen sehr heftig scheinbar. Aber sie macht das für mich. Ah, nice. Ah, das war gut, sie mitzunehmen, ja. Die macht guten Damage. Zerstörung schwach gestiegen. Oder gerade noch einer. Da vorne ist auch wieder so ein Wolf. Aber gut, dafür habe ich sie ja dabei. Wo ist er hin? Da. Stachelrücken. Ich helfe dir. Was? Der Kleine will mir helfen. Okay, den haben wir. Und den Kretter hat es auch noch gekillt. Ja, nice. Naja, das war nicht dumm, sie mitzunehmen. Großer Elex-Beutel, jawoll. Sehr schön. Da komme ich nicht mit. Warum warst du eigentlich so selten bei uns? Ich hatte meine Gründe. Mutter hat immer gesagt, du würdest die Welt retten. Ach ja? Tatsächlich? Das hat sie gesagt? Was genau hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ich habe versucht, die Gilden zu überzeugen, sich auf drohende Gefahren vorzubereiten. Cool. Sie haben bestimmt alle auf dich gehört, nicht wahr? Naja. Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch mal so werden wie du. Nicht so wichtig. Also wir clearen jetzt hier einfach mal die Umgebung. Ja, da hinten war doch irgendwas. Da war irgendwas Rotes zu sehen. Ah, huch. Komm her. Thank you.
Nein! Scheiße. Nochmal. Och nein, nicht gespeichert. Ich muss die nochmal alle killen. Oh, damn it. Sie trifft nie nicht so oft, ja. Also jetzt hat sie mal getroffen, okay.